Halli, hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Es war also bei mir eine sehr turbulente Zeit Anfang des Jahres und ich habe den Urlaub mit meinem Hasen genossen und habe weniger gemacht, vielmehr so gut wie gar nichts. Und ja, was ich aber trotzdem gemacht habe, ist bei Millicree mir ein paar Sachen bestellt und deswegen möchte ich euch jetzt meinen Millicree-Haul zeigen. In meinem Haul ist auch gleichzeitig mein Design-Themen-Paket. Das öffnen wir am Ende. Ich lege das mal hier zur Seite. Jetzt kommt erstmal das, was ich mir gekauft habe. Jetzt muss ich mal gucken, mein Karton steht hier so gut, dass ich hier auch dran komme. Ja. So. Also, ich habe mir gekauft... erstmal kommt hier ein Goodie zum Vorschein. Dann nehmen wir da erstmal das Goodie. Also, die liebe Michaela hat einen Tag gestaltet. Echt super süß. Mit einer super schönen Sternmotiv noch. Ist halt noch ein Wintermotiv. Und da drauf hat sie halt Tic-Tac gemacht. Ich finde die Mini-Tic-Tac total niedlich. Ich finde die echt süß. Ich wollte die mir vor Jahren auch mal kaufen. Die gibt es ja schon lange. Aber die waren so schweineteuer, dass ich dann gesagt habe, bei aller Tic-Tac-Liebe, aber das mache ich nicht. Also von daher, ich danke dir, liebe Michaela. Ich finde die echt voll, voll knuffig. So, dann hatte ich mir bei ihr nochmal diese ATC-Hüllen bestellt, für ATCs einzupacken. Sie hatte da noch eine Packung von und hat gesagt, wer die haben möchte, bitte melden. Und dann habe ich gleich zugeschlagen. Des Weiteren habe ich von Marianne Designs hier diese, ja, Die ist es ja, ist ja keine Stanze, ja, Stanze, Die in dem Sinne. Ja, das sind Maiglöckchen oder Schneeglöckchen vielmehr. Und ich finde, die passen jetzt absolut in die Jahreszeit. Die kommen ja jetzt bald. Ja, und ich fand die total schön. Also von daher durften die mit. Dann habe ich mir diese Herzstanze ausgesucht. So eine Bordürenstanze, die man halt oben über einer Karte drüber machen kann. Ich fand die ziemlich knuffig und Herzen kann man immer brauchen. Aufgrund der Tatsache durfte die dann mit. Ja, und dann natürlich meine Hirsche. Ich habe von Craft Emotions noch diese Hirsche gesehen, beziehungsweise das ist ein Elch, das sind Hirsche. Da wir ja in unserem Norwegen-Urlaub, vielmehr Schweden-Norwegen-Urlaub, einen realen Elch gesehen haben, ich werde es nie vergessen, wir sind eine Woche lang jeden Tag fast 200 Kilometer gefahren, um Elche zu sehen. Und an dem Tag, wo wir nach Hause gefahren sind, stand das Tier einfach am Wegesrand. Ja, nicht direkt am Rand, aber so Feldweite nach hinten mit einem Jungen. Und ich war echt ergriffen. Ich habe geweint vor Freude, weil das war unheimlich schön. So, ich habe auch noch mal mir hier diesen, oder nicht noch mal, ich habe mir hier diesen Mixed Media Stempel mal bestellt. Also, ich finde Totenköpfe eigentlich total cool. Ich hatte noch keinen Totenkopfstempel und ich finde die Spinne und das Spinnennetz kann man auch super für Halloween benutzen. Ist ja schon bald wieder. Ich bin mal gespannt. Also ich fand den Schlüssel jetzt extrem groß. Hier ist nochmal so Werkzeug. Das kann man auch für eine Männerkarte benutzen. Ja, und das ist 777, 7 Totenkopf 7, keine Ahnung, wofür das stehen soll. Aber ich fand den total cool und deswegen habe ich mir das bestellt. Dann hatte ich bestellt Bottle Caps in verschiedenen Farben. Die sind jetzt weiß, rosa und rot. Ich war von der ersten Stanze echt begeistert. Habe jetzt hier nochmal die Rosenstanze geordert.
Also, die prägt ja gleich, die embosst, die stanzt und embosst, also in dem Sinne. Man sieht es hier, da ist gleich die Prägung der Rose mit drauf. Ich weiß nicht, könnte das... Ja, kann man gut sehen, ne? Und das macht halt die Stanze alles in einem. Ja, deswegen habe ich die noch bestellt. So, dann hatte ich noch zweimal Kleber bestellt, weil ich finde den Stickit echt gut. Ich habe mich eigentlich lange dagegen gewehrt, aber weil ich ja immer nur bei meinem Marianne Design, nicht Marianne Design, Marie Karen Kleber war, den habe ich auch immer noch. Den liebe ich auch immer noch ohne über alles, aber für wenn man großflächig was kleben muss, die Spitze ist ja etwas größer, finde ich, ist der eigentlich total cool. So, ja, und dann habe ich mir noch Papiere bestellt. So, jetzt muss ich erstmal die Stanze. Ich packe das einfach wieder in den Karton, das kleine Zeug. Dann habe ich mehr Platz hier für die Papiere auszubreiten. Entschuldigung, aber das knistert jetzt mal. Ich hole die auch gleich raus. Oh, super. So. Dann habe ich hier diese Wild and Wonderful Collection mir gekauft. Wo geht's auf? Ich werde sie euch auch gleich mal zeigen. Na, komm her. Ich habe ja endlich wieder Luft auf meinem Schreibtisch. Ich hatte hier über Weihnachten so viel gestapelt. Ich konnte ja gar nicht basteln. Selbst wenn ich ihn wollte, hätte ich nicht basteln können. Und ich musste jetzt erstmal so zwischen der Zeit aufräumen. So, fängt ja gleich gut an. Also best wishes, dearest friend, enjoy your special day, birthday wishes for someone special, with love and best wishes, happy birthday to you, best wishes from our home to yours, birthday celebrations, may all your wishes come true, thinking of you, Mom, Sister, anytime. Anytime. Oh, ja. Okay. Granddaughter, Mother, nice. Daughter, Nan, Dad, Son, Granddad and Brother. Also verschiedene. Na, das ist nur eins. Ja, und dann sind hier auch, ist der nicht süß mit dem Elefanten und die Giraffe. Auch das Faultier. Also ich finde die echt, echt knuffig. Mega süß. Okay, das ist jetzt nicht ganz so knuffelig. Aber das kann man halt immer noch zerschneiden, als Bordüren benutzen, ist okay. Dann hier sind hier die kleinen Tierchen. Oh, Hammer. Ja. Toll, oder? Oh, einfach nur knuffig, diese Dinger. Wenn man die auf eine Karte drauf macht, ist die Karte schon quasi fertig. Ja, und dann wiederholt es sich schon wieder. Wie ihr seht, es ist dann immer wieder dasselbe. Also total süßer Block. Und ja, die Tiere hatten es mir angetan. Also da war ich sofort von begeistert und habe gedacht, den muss ich haben. Ho, ho, ho. Ja, wir haben kein Weihnachten mehr, aber egal. So. Dann habe ich denselben noch in A4. Da bin ich jetzt echt gespannt, wie die Blätter aussehen. Aber schnell auspacken. Die sind ja einzeln. Naja, machen wir das am besten so. Oh, guckt mal. Ist der nicht knuffig? Und er ist einfach süß. Ja, und dann einmal Uni. Ja, nochmal Uni. Und dann kommt dieses knuffige Faultier. Und dieser Baby-Elefant, ist der nicht niedlich? Auch die Giraffe. Also auch super, super süß für Babykarten, finde ich.
auch hier dieses Koala-Bärchen. Kam gerade nicht drauf. Das ist ein Waschbär, ne? Ja. Dann wieder eins Inni. Eins Inni. Da kommt wieder dieser Waschbär. Ne, Panda-Bär. Panda. Ist kein Waschbär, ist ein Panda. Ah. Ja, dann kommen noch ein paar Inni. Ja. Also wiederholt sich auch wieder. Also super süße, knuffige Tierblöcke, Blätter. Und ich finde gerade hier die würden sich auch super als Cover für Babyalben eignen. Also so ein Babyalbum in der Größe, da kann man zwei Blätter oder zwei Seiten mit einem Blatt gestalten. Und dann mit dem Panda drauf, finde ich schon knuffig. Oh, Hammer. Also muss ich mal gucken, wann ich mal ein Babyalbum mache. Ja. We will see. So. Ach, jetzt habe ich das nicht dabei getan. Gucke ich nachher noch dazu. Dann habe ich hier diesen DCW-Block, DCW-V. Also meine Tochter hat davon einige Blöcke und ältere Blöcke und ich war da echt von begeistert und habe auch die liebe Michaela mal gefragt, ob die davon ein paar hatten. Sagt sie, ja, hast du bestimmt nicht gesehen, habe ich im Ordner drin. Und dann bin ich dann auch mal stöbern gegangen und was soll ich sagen, die sind einfach der Burner. Die sind so schön. Also hier, das ist jetzt mehr so was für Journaling. Wartet mal, ich packe das mal eben auf Seite, hier die beiden. Dann stört das hier nicht weiter. Aber ihr kennt mich ja alle. Ich mag ja gerade so die Soft-Sachen und auch mit Gold. Ja, doch das ist unheimlich schön. Also kann man super auch für Albengestaltung, fürs Journaling, To-Do-List, Life-Cards, also, ne? Ich finde, das ist Project Life-Karten, kann man daraus machen, oder sind es ja quasi. Dann hat man hier halt die Monate. Ja. Das ist halt für so Wochen. Kamera, Weltkarte. Also ist mehr auf Journaling und Traveling ausgelegt, aber ich finde, man kann es wirklich alles brauchen. Auch das geht wiederum super Papiere, die man einfach mal zwischendurch benutzen kann. Sehr schön zart. Was ich jetzt ein bisschen traurig finde, dass nicht so viele halt mit der Goldfolierung sind. Habe ich mir echt mehr als vier Blätter gewünscht, aber okay. Dabei sind sie trotzdem. Also auf jeden Fall super, super toll. Gerade für Leute, die viel mit Journaling machen. Absolut zu empfehlen. Ich kann euch noch mal gucken, was der denn kostet. Der kostet 16,95 €. 12 Sheets mit Goldfolie, aber halt nur... ja, das ist ja auch Goldfolie mit den Buchstaben und allem. Und aber halt so ganz foliert sind halt nur 4. Das muss ich dazu sagen. Aber insgesamt sind 36 Blätter in der Größe 30,48 x 30,48. Und wie gesagt, 16,95 € und ich finde den unheimlich toll. Der nächste ist Spooky und Sparkly. Das ist natürlich wieder schwarz-weiß. Ist auch wieder so meins, ne? Wisst ihr ja. Ich stehe ja eigentlich so auf schwarz-weiß, Gold, Silber und hast du nicht gesehen? Also von daher jetzt erstmal vorsichtig aufmachen, die Dinger. Das ist eigentlich das, was ich oft hasse. Dass man halt... Sekunde, ich muss das eben umklicken, sonst habe ich das nachher in allen Blättern. Dass man da hofft, diese,
diese großen Kreise drauf hat und dass man da echt schlecht dran kommt. Ich lege ihn gleich zur Seite, kann ich besser blättern. Also ist ja natürlich schon mal super, das Muster. Und von der Rückseite finde ich, ist es eigentlich auch. Ich lasse es, glaube ich, mal so in der Mitte liegen. Könnt ihr am meisten sehen. Also die beiden Papiere vorne so, hinten halt dieses graue Marmor. Dann haben wir hier Totenköpfe und hier steht Happy Halloween, Hound, Spooky. Skeleton, Creepy. Was ist denn noch? Spiderweb und. Also das ist mehr sowas für Halloween. Den finde ich also auch ganz cool. Oh, so einmal da? Okay. Ne, zweimal. Ja, zweimal. Sorry. Ja, hier sind halt auch, ne, Trick or Treat. Oktober 31. Finde ich total cool mit den Raben. Spooky. Happy Halloween. Also echt, echt schöne Blätter. Ja, von hinten gestreift. Also selbst wenn man die Vorderseiten nicht mag, die Rückseiten gefallen mir alle schon. Aber ich mag auch die Vorderseiten. Ja, hier ist so Marmor mit ein bisschen Silbereffekt. Auch total cool. Das ist, ja, wie so Bordüren. Spinnen, Totenköpfe. Die kann man dann halt auch zwischendurch mal abschneiden und irgendwo aufkleben. Oder halt als Ganzes, wie man es möchte. Das, jetzt knattert das Ding die ganze Zeit. Das ist ein Paillettenstoff, der quasi fotografiert wurde. Sieht unheimlich cool aus, aber halt in Schwarz-Weiß. Ja, und hinten drauf sind die Raben. Dasselbe nochmal, wie hier gerade in Grau war, ist hier nochmal in Schwarz-Weiß. Hinten drauf schwarze Spinnen. Also auch total cool. Hier sind Eulen in Schwarz-Weiß. Cool. Und hier ist also auch wieder Spiderweb, Skellington, Trick or Treat, Hound, Spooky, Custom Party, Brightful, Skeleton, Creepy, Happy Halloween. Also die sind wieder gleich. Ja, das ist halt jetzt nichts so Besonderes, die zwei. Aber halt schön, kann man immer brauchen. Der ist total toll, finde ich. Also Blumen und dann auch in Schwarz-Weiß, Hammer. Haar mehr. Und von hinten ist so ein leichtes, ja, Weiß mit einem ganz creme, leichten Cremeton in schrägen Streifen. Das ist auch schön. Oh. Oh, so wie hier ist das auch mit Weiß und Creme. Hier ist es mit Grau und Dunkelgrau. Also dieses Streifenmuster, was hier bei dem anderen in Weiß war, ist halt hier in Grau und Dunkelgrau. Aber schöne Papiere, oder? Ich finde die echt toll. Ja, hier kann man halt nochmal Project Life-Karten draus machen. Oder halt ins Album reinstecken, wie auch immer. Die sind zweimal da und auf der anderen Seite sind Spinnen. Ja, Kürbisse in Silber-Schwarz. Hinten ist ein Chevron-Muster drauf in Schwarz-Silber. Hier haben wir nochmal Totenköpfe. Also ich finde die eigentlich total cool. Auf der anderen Seite, oh, die sind ja geil. So wie die ersten Totenköpfe jetzt einfach nur mit Silber foliert. Hammer, cool. Gefällt mir. Hinten drauf weiß mit schwarzen Pünktchen. Hier ist einfach nur ein schwarzes Ornamentmuster drauf. Auf der anderen Seite Spinnenweben mit Spinnen. Ja, was ist das? Ja, auch cool. Das sind Spinnenweben, die nochmal von dem Kreis umhüllt sind. Hier ist nochmal so ein Ornamentmuster drauf. Ja, Hammer. Gefällt mir. Total cool. Ja, und hier ist noch ein Stickerbogen, Trick or Treat, die Blumen. Der Schädel, Happy Halloween, Spooky, nochmal Blumenkürbis. Aber das sind alles Sticker, jede Menge Raben und. Aber total cool, gefällt mir. Hammer, cool. Ist das leider nur einmal dabei, oder? Ja.
Aber sie sind halt alle vorgestanzt. Toll. Also, wie ihr seht, zwei super, super Blöcke. Das sind 32 Sheets. Und das sind 36 gewesen. Beide kosten 16,95 €. Aber man hat unheimlich viel Papier. Und ich finde die auch total cool. Ihr müsst mal gucken bei Michaela. Das sind also jetzt zwei Premium Stacks. Die anderen sind, glaube ich, noch günstiger. Aber wie gesagt, guckt da mal rein. Echt super, super tolle Papiere. Ich war sofort hin und weg. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was die liebe Michaela mir ins Design-Team-Paket gepackt hat. Also wie ihr seht, war noch ungeöffnet. Ah, das geht so. Oh, da ist aber noch was. Ach da. Kann sagen, da geht es noch nicht auf. Er will nicht. Ich finde die Tüten total cool. Also auch für an sich mal für so, da könnte man bestimmt ein cooles Album draus machen. Die Größe finde ich auch total cool. Ich und Papiertüten, das ist sowieso immer sowas. Ja, dann wollen wir mal reingucken. Oh, Hammer. Cosmic Shimmer Ultra Sparkle Paste. Okay. Cool. Oh, wie geil ist das denn? Also da hat es einen D-Ring, würde ich jetzt sagen. Nein, das ist so. Ach, wie heißen diese Ringe? Buchbinderringe. Hat sie einen kleinen reingetan. Und ach, wie sind die süß. Also ganz viele Papiere mit Herzchen. Schön. Ja, in verschiedenen, also in allen Grundfarben. Also es sind echt schöne Farben. Muss ich sagen, gefällt mir. Auch die kleinen Herzchen finde ich total cool. Was ich draus mache, weiß ich noch nicht. Aber hier, das finde ich schon super interessant. Da kann man also Text mitgestalten oder halt einfach auch nur das Muster irgendwo drauf machen. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie sind die eigentlich von hinten? Von hinten sind die Uni. Ja, geil. Ja, Michaela, hast du jetzt erstmal eine Herausforderung geschaffen? Ich muss gucken, was ich damit mache. Das kann ich dir noch nicht sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür. Ah, ich könnte euch noch sagen, was die Sachen kosten. Wenn ihr das auch haben möchtet. Also, die Studio Light Maske kostet 4,95 €. Das Cosmic Shimmer Sparkle Paste Rose Cooper kostet 6,95 €. Ja, und die Blätter sind aus dem My Favorite Things 6x6 Tiny Hearts. Also, ich glaube, der ganze Block kostet davon dann 5,95 €. Also, von daher, das hat die liebe Michaela mir aber zur Verfügung gestellt, um damit etwas fürs Design-Team zu basteln. Also ich finde, die Farben passen ja schon mal super zusammen hier. Aber ich weiß, wie gesagt, noch nicht, was ich draus machen kann, werde. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall. Ich finde es mega. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Oh, passt auch noch zu meinem Nagellack. Ha, ich passe alles zusammen hier heute. Ich wünsche euch einen super, super lieben langen Tag. Schönen Tag. Macht das Beste draus. Seid kreativ. Über ein Abo und ein Like würde ich mich natürlich mega freuen. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, eure Biggie. Ciao, ciao.